Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa Trigger Happy Havoc. Ich habe gestern aufgenommen, heute werde ich wieder aufnehmen. Eigentlich müsste ich Tales of Aries aufnehmen, aber warum ich das aufnehme? Ich habe mehr Lust darauf, denn von Tales of Aries... Oh gut, ich dachte schon. Bin ich nicht ganz so begeistert. Dasselbe von The Witcher 3. Oder sagen wir es mal so, im Verhältnis gefällt mir das Spiel hier aktuell viel besser. So, Junko. Toko. Chihiro. Ich könnte mit Sayaka quatschen. Celeste. Aber ich will... Moment. Ah! Ne, niemand da. Aber ich will... Du bist auch nicht schlecht, Aoi. Du bist irgendwie unheimlich. Da, Leon, den suche ich. Bist du da drin? Bam! Das ist Leons Raum. Nichts mit ihm zu bereden. Aber es ist Leon! Es ist verdammt nochmal Leon. Wie heißt der nochmal? Moment, jetzt kann man doch irgendwo gucken. Leon. Da! Nö! Kuwata. Leon Kuwata. So halt. Deine Augen sehen echt unheimlich aus, aber gut. Leon Kuwata ist ein Baseballstar. Was war da? Achso. Ich kenne mich leider nicht mit Baseball aus, beziehungsweise ich habe es auch noch nie gespielt, außer so als Kind mit meinen Brüdern, so ein bisschen rumgealbert. Was ist das? Okay, wo bin ich hier? Also als Kind so ein bisschen, ja, ihr wisst schon, so ein bisschen Baseball gespielt. Ich kann da nicht rein. Das, ja, das Tor ist im Weg. Gut, was ist das? Da ist eine Klappe am Boden, aber das Schloss sieht total zweidimensional aus. Die Tür öffnet sich nicht, muss verschlossen sein, ja. Oh, Money! Yes! Ich will hier raus. Ja. Vielleicht sollte ich nochmal an diesem Spielautomaten da zocken. Okay, das Jungsklo. Achso, da kann ich mich nicht bewegen. Was gibt's hier so? Ein Spiegel. Ne, das ist ein Aquarium. Das Fischtank. Ja, Aquarium. Da ist ein Haufen kleiner Fische. Ein Haufen kleiner Fische schwimmt darin. Money! Yes! Ich bin reich, aber... Moment, vielleicht so? Nee. Ah, nee, das war der Fischtank. Gut. Dann, wie es sich für einen anständigen Jungen gehört. Ah. Ich dachte schon, da steht jemand Unheimliches. Gehen wir ins Frauenklo. Geht natürlich nicht. Vor allem, weil da hinten eine Frau mich anguckt. Das ist... Hä? Das ist... ein Bug? Aber das ist, glaube ich... Wie heißt sie? Kyoko. Kyoko, bist du's? Sind da noch mehr unheimliche Fratzen? Ja. Junko oder Junko? Gut. Red mal erstmal mit dir. Why? Warum ist die Hope's Peak Academy so sehr bizarr? So, ja, dann. Moment, ich kann ja. Karte. Ich kann ja, glaube ich, gucken, wo ihr seid. Hope's Peak, erster, First Floor ist, glaube ich, der erste Stock. Da, Leon, dich will ich. Du bist AF-Raum. Okay. Zweiter Stock. Das ist Jim. First Floor.
Da ist Sayaka. Okay, zu dir gehe ich nachdem ich bei Leon war. Moment. Ah, du bist in deinem Zimmer. Okay, gut zu wissen. Du bist in der Cafeteria? Moment mal. Okay, da bin, glaube ich, ich. Das heißt, ich muss... Ah, stimmt ja. Ich kann mich herporten. Hin und her porten. Moment mal. Ja, falsche Taste. Das heißt, es würde theoretisch gesehen auch... Ja, es geht. Das heißt, Leon müsste jetzt eigentlich genau hinter mir sein. Da drin. Und? Bist du da? Nee, du bist der Falsche. Ist doch dieser Bob Marley Afro-Samurai-Verschnitt. Schon wieder falsch. Hä? Stimmt ja. Da ist ein Raum weiter rechts. Das heißt, du bist da. Ja, da steht er. Schon wieder das Falsche. Warum merke ich mir nicht, dass es Y ist, nicht Start? Habe ich Geschenke? Was könnte ich einem Baseballstar denn schenken? Was würde ein Baseballstar wollen? Minze? Keine Ahnung. Das hier bestimmt nicht. Das ist mehr sowas wie für diesen Hifumi, diesen Otaku-Typen. Hallo Leon! Hey, listen. Ernsthaft? Sind wir ernsthaft gefangen? Hey, listen. Moment. X-Button. Ach so. Es ist doch Freizeit, das sieht echt komisch aus. Hey, listen. Kann ich mit dir sonst nichts machen? Das ist ja doof. Ich wollte dich ausquetschen nach allen möglichen Informationen. Gut, dann... Wo ist Sayaka? Da ist Sayaka. Gut, dann gehen wir Sayaka besuchen. So, Sayaka ist in ihrem Zimmer. Oh, wir starten ein Mädchen in ihrem Zimmer einen Besuch ab, ey. Listen. Weißt du, Makoto? Ich bin so... Anxious. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Verwirrt? Nee. Verwirrt heißt confused. Verunsichert, glaube ich. Ich habe wirklich Angst. Sollte ich vielleicht eine Weile mit Sayaka reden? Ja. Hast du vielleicht vor, versuch mich aufzumuntern? Tut mir leid, dass du dir Zeit für mich nehmen musst, also einen Tag wie diesen. Ja. Wieso sorry? Ich mag dich. Ich tat mein Bestes, um es Sayaka so komfortabel wie möglich zu machen. Sayaka und ich kamen heute uns etwas näher. Ja klar. Definitiv, sie hat alles verdient. Ich meine, sie ist ein Idol, ein krasses und hat alles. Aber trotzdem. So, die Minze lieber nicht, weil ich nicht weiß, ob sie Minze mag. Ein Idol. Magst du sowas? Keine Ahnung, ich gebe sie einfach mal. Ich hoffe, es gefällt ihr. Hä? Ein Geschenk für mich?
Danke vielmals. Ich werde das für immer aufbewahren. Sollte das vielleicht bedeuten, sie mag es? Makoto? Meinst du vielleicht, du hättest Zeit, dass wir uns miteinander unterhalten? Was ist los? Warum bist du so formal? Formell? Nun, es ist so. Ich denke schon, dass es ein bisschen formal war, aber... Es ist, weil du wissen sollst, dass du auf mich zählen kannst. Hä? Dich an meiner Seite zu haben, lässt mich, dadurch fühle ich mich wirklich viel besser. Dein Gesicht sagt mir aber gerade was anderes. Wenn du hier nicht mit mir wärst, dann wüsste ich nicht, was ich machen würde. Ich wäre verloren. Ich hasse es, dass wir uns unter solch schrecklichen Umständen wieder treffen, aber ich schätze es, dass du für mich da bist. Sayaka. Ihr Auge gegen Auge gegenüber zu stehen und sie das sagen zu hören, es ist nett, aber gleichzeitig ist es auch ein bisschen peinlich. Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, wie du fühlst. Du bist auch diejenige, die mich hier rettet. Wirklich? Danke für die... For the flattery. Kompliment ist es nicht, oder? Ich weiß nicht, was flattery heißt. Ich sage einfach danke fürs Kompliment. Auch wenn ich weiß, dass es nicht Kompliment heißt. Dieses Lächeln. Dieses mysteriöse Lächeln, das mein Herz erweicht. Really wasn't flattering here. Ich habe ihm nicht wirklich ein Kompliment gemacht. Nee, flattering muss was anderes bedeuten. Flattern? Ich flatterte ihr nicht gegenüber, keine Ahnung. Dieses Lächeln rettete mich. Aber es ist schon irgendwie seltsam, weißt du? Ich dachte, ich hätte niemals die Chance mit dir wirklich so zu reden. Seit der Mittelschule hast du niemals mit mir gesprochen. Um genauer zu sein, hast du mich auch niemals angesehen. Es ist deswegen, weil du nun mal eine Berühmtheit warst. Ich konnte dich doch nicht einfach so anstarren. Warte. Woher weißt du da, dass ich dich niemals angeguckt habe? Hey, Weil ich die ganze Zeit zu dir geguckt habe. Dich angeguckt habe. Hä? Ja, ich habe jetzt gerade was anderes geguckt hier auf meinem Controller. Also, ich habe immer nach einer Gelegenheit gewartet, mit dir reden zu können. Was war das? X? Nee. Falsche Taste, aber schön zu wissen, dass man das auch im Dialog öffnen kann. Achso, das ist keiner dieser Special-Dings, sonst wäre es X gewesen. Du wolltest mit mir reden? Aber seitdem ich so viele Menschen um mich herum hatte... Endeten wir nebeneinander, ohne eigentlich ein Wort miteinander zu wechseln. Also sie lebten nebeneinander her, ohne wirklich Kontakt zu haben. Das war eine meiner größten... Regrets. Regret heißt, glaube ich, sowas wie bereuen. Das war... Ja, das, was sie eben am meisten bereut. Aber warum mich? Erinnerst du dich an dein erstes in der Junior High? Dieser große Vogel.
Pond. Was ist ein Pond nochmal? Ein Mülleimer? Dieser große Vogel, der in den Schulmülleimer flog. Um genau zu sein. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, erinnere ich mich an sowas Ähnliches. Ich glaube, ich lese zu wenig vom Satz an sich und versuche mehr frei Schnauze zu übersetzen. Etwas länger. Es war wie aus einem, ja, Fairy Tale. Fairy Tale heißt, also normal, Wort für Wort übersetzt heißt das eigentlich Feenschwanz, aber ich glaube, Fairy Tale ist mehr so, bedeutet eher Märchen. Fairy Tale müsste ich mir auch mal wieder angucken. Ich bin am Überlegen, ob ich mir Fairy Tale oder Bleach angucken soll, weil ich gucke mir immer nur einen Anime an und nie einen zweiten nebenher. Deswegen bin ich noch am Überlegen, was von den beiden ich angucken soll. Vielleicht wird es Bleach sein, weil davon habe ich bisher weniger gesehen. Die Schildkröte wird 1 Million Jahre alt. Nee. Eine Schildkröte wird 1 Million Jahre alt. Dieser Vogel alle 1000. Oder so. Ein großer Vogel, der in Schuleimer flog. In der Zeit, wo ich in der ersten Junior High Klasse war. Also Junior High. I think it might have been. Ach du Scheiße. Heron heißt, glaube ich, kommt, glaube ich, von Herotic, also heldenhaft. Sparrow, ja, da denke ich an Jack Sparrow, aber ich weiß weder, was Crane noch was Sparrow heißt. Crane ist, glaube ich, was Negatives. Ich hoffe, es ist heroisch. Ich meine, ich könnte jetzt theoretisch... Kann ich nicht! Ich kann hier keinen Safe-State abusen, quasi. Egal, ich nehme Heron. Das war vielleicht heldenhaft? Nein, kein bisschen. Es war viel größer als das. Wie ein Held, nur noch größer? That have to be... Das sollte... Achso. Achso, das war falsch! Ne, Moment mal, kann es sein, dass das Vögel sind? Weil Crane ist, glaube ich, eine Krähe? Sparrow ist ein Habicht, glaube ich. Und was ist Heron? Weiß ich nicht, Habicht? Hey, But Sparrows are really common and, ja, die sind hier selten. Oh, but Sparrows do show up in there. Aber, nee, das sind, glaube ich, auch keine Habichte. Ich habe keine Ahnung, was die drei Worte bedeuten. Ich rate einfach nur. Aber, ja, Habichte, sage ich jetzt mal, tauchen in alle möglichen Geschichten auf. Wie dieser eine, der... ja, Zungenschnitt-Habicht. Das heißt bestimmt nicht Habicht, aber was soll es sonst heißen? Ja, stimmt. Aber nein, der Vogel, den wir gesehen haben an diesem Tag, war viel größer. Ja, jetzt bleibt mir wohl nichts anderes mehr. Wobei, was ist größer, ein Habicht oder eine Krähe? Ich glaube, ein Habicht ist größer. It was a crane. It just walked into the pond. Das stimmt. Das war's. Also, er war so groß, der Lehrer hatte keine Idee, was das sein soll. Aber du hast es in den Wald gebracht, hinter der Schule. Hast ihn in den Wald gebracht, hinter der Schule. Du hast ihm geholfen, seinen Weg zu finden. Nun, was war denn? So, er hat sich, er war dabei, sich zu ändern, weil er... Achso, nee, er war ohnehin schon dabei, weil er sich um die Tiere in der Schule gekümmert hat. Deswegen hat er das gemacht. Ich sollte dir vielleicht dafür Danke sagen, aber...
Ist das okay, wenn ich das wirklich jetzt mache? Mir danken? I'm that crane. Du bist die Krähe? Nee, das heißt bestimmt nicht Krähe. Krähe muss was anderes heißen. Aber ich weiß es nicht. Tut mir leid. I'm that crane. Ja, ich bin diese Krähe. Verstehst du? Ich komme, um dir den Gefallen, um den Gefallen zu erwidern. Hier, lass mich dir eine Kloake machen. Ne, es ist, glaube ich, eine Suppe oder so. Hey, ich scherze nur. Du hast komische Scherze. Also nicht komisch von hahaha, sondern eher so, hä? So seltsam. Ja, ich hab's schon irgendwie herausgefunden. Aber ganz ehrlich, ich war wirklich beeindruckt. Das ist der Grund, warum ich unbedingt mit dir reden wollte. Selbst wenn es nur einmal wäre. Ich hätte niemals erwartet, dass ich ihr jetzt so die Chance bekomme. Oder so. Ich weiß, es ist nicht Wort für Wort so übersetzt, aber. Ja. Ja, wenn wir uns nochmal irgendwo an einer Zugstation irgendwo in der Unterstadt getroffen hätten, das wäre eine nette, dramatische Wiedervereinigung gewesen. Aber stattdessen ist es in dieser seltsamen Schule. Vielleicht, aber trotzdem. Ich bin mir sicher, du hilfst mir, meinen Weg zu finden. Mein Weg herauszufinden. Genau wie dieser Krähe. Pff. Du hast mich gerettet. Es ist einfach Intuition. Ich weiß. Aber ich glaube daran. Ich werde sie retten. Ich tue mein Bestes, ich verspreche es. Ich stelle sicher, dass das mehr als nur eine Intuition ist. Wenn es irgendetwas gibt, das ich für dich tun kann, dann werde ich es auch machen. Ich glaube an dich. Außerdem, meine Intuition stellt sich immer als richtig heraus. Ja, sie ist ein Psycho. Ich weiß nicht, ob ich dieses Lächeln süß oder creepy finden soll. Irgendwie beides. Ja, sie scherzt drum. Sie lachte genauso laut, wie sie es sagte. Je näher wir uns kamen, desto stärker. The stronger that smile of hers made me. Achso, ihr Lachen brachte mich, glaube ich, auch zum Lachen. Ich war glücklich, dass ich mich so fühlte. Sayakas Reportkarte, ja, ist erweitert worden oder so. Ich habe Melodious Voice freigeschalten. Achso, gibt es selbst ein. Ja. Ich glaub, das kann man damit übersetzen mit so ein Klaps auf die Schulter. Oder so ein Schlag in den Rücken. So, hey, gut gemacht. Sowas eher. Du hast es verdient. Mit Leon wollte ich eigentlich auch reden, aber. Jetzt, wo alles erledigt war, ging ich zurück in mein Zimmer für ein Weilchen. Aber erstmal muss ich das Zimmer aufbauen. Wie in so einem Bilderbuch. Ja, Ding Dong! Es ist Nachtruhe. Wehe, du komisches Puma-Vieh. Ich weiß, du bist ein Bär. Announcement. It is now 10 p.m. As such, it is officially night time. Soon the doors to the dining hall will be locked, and entry at that point is strictly prohibited. Okay then. Sweet dreams, everyone. Good night. Sleep tight. Don't let the bed bugs bite. Was ich mich frage. Achso, Moment, Rega. Heute war. Der heutige Tag kam schon zu einem Ende. Aber ich schwöre, morgen.
werde ich eine Art von Clue finden? Ich schwöre. Ich wollte noch was sagen, Spiel. Als ich meine Augenlider begann langsam zu schließen, die Konversation, die ich mit Sayaka am Morgen hatte, begann sich in meinem Kopf wieder abzuspielen. Einerseits ist es schon ganz schön frustrierend. Selbst wenn ich verstehen würde, woher ihre Desperation, ich glaube, das ist so eine Einstellung, nee, ihre Wahrnehmung, auch wenn ich verstehen würde, woher ihre Wahrnehmung kommt, kann ich sie nicht teilen. Na komm schon. Ich weiß den Satz, aber ich kann ihn nicht wirklich mit den Worten übersetzen. Das ist so schlimm, wenn man einen Satz weiß, aber die Worte fallen nicht ein. Ja, quasi der Druck, unter dem sie zu leiden hatte. Moment, the pressure she's under the way different from anything a normal high school shooter like me goes through. Ja, ich weiß es, das ist so dumm. Ich weiß es, aber mir fallen die Worte nicht ein. Jedenfalls ist sie anders als normale Highschool-Schüler wie er. Und sie hat natürlich so einen gewissen Druck, weil Idol und so. Wie gesagt, ich kann es gerade nicht übersetzen, obwohl ich es weiß. Sie betrat die Schule nicht einfach so wie ich, also. Oder sie wurde nicht von der Schule wahrgenommen, so wie ich. Deswegen kann ich auch nicht die Dinge auf die Art und Weise fühlen, wie sie es tut. Im Vergleich zu ihr, nein. Ich glaube, im Vergleich zu allen anderen bin ich wohl. Nee, gibt's hier. Ja, bin ich wohl kein quasi gutes Matchup für sie. Also sprich, laut den Augen anderer passen die beiden wohl nicht zusammen. Ich glaube, das sollte meine Frustration erklären. Ich hoffe vor allem, ich muss den Scheiß hier nicht rausschneiden, weil ich seitdem ich den ersten Part testweise hochgeladen habe und der gesperrt wurde, bin ich mir nicht sicher, was ich bei dem Spiel überhaupt zeigen darf. Weil ich weiß, der erste Part ist gesperrt worden, nicht wegen der Hintergrundmusik, sondern wegen dem visuellen Effekt, also Bild und Ton. Und das bereitet mir die größte Sorge. So, ich bin mir sicher, dass ihr bereits mitbekommen habt, dass das Tötungsspiel begonnen hat. Aber da ist immer noch Raum für ein paar Lacher. Es sieht so aus, als ob eure neuesten Studenten bereits mit Verzweiflung gefüllt wurden. Trotzdem haben sie noch ein bisschen Hoffnung auf Flucht. Huhuhuhu. So, wann wird's also beginnen? Wann wird die Be Hoffnung be beginnen zu sterben? Ist es jetzt schon Zeit? Ist es Zeit? Ja. Lass mich raten. War klar. Good morning, everyone. It is now 7 a.m. and nighttime is officially over. Time to rise and shine. Get ready to greet another beautiful day. Der Morgen ist angebrochen. Was soll ich heute machen? Free Time, jawohl. Was ich mich frage, wenn jetzt zum Beispiel, also die Leute, die Personen hier sind ja alle quasi bis an ihr Lebensende eingesperrt, außer sie begehen Mord und so weiter. Und nehmen wir mal an, sie begehen keinen Mord. Wenn aber jetzt da
dieser Monokuma oder so gesagt hat, diese Schule ist unser neues Zuhause, wir können tun und lassen, was wir wollen, würde jetzt quasi Makoto Sayaka schwängern. Nur mal so angenommen. Und sie würde ein Kind bekommen und sie würde es gebären. Hier gibt es kein Krankenhaus und nichts, oder? Also, wie zum Kuckuck sollte das Kind auf die Welt kommen und wie sollte das Kind... Ja gut, um die Ernährung mache ich mir keine Sorgen, aber Erziehung, weil das Kind wäre dann quasi auch ein Leben lang hier eingesperrt. Das ist... Ja, das sind so Unstimmigkeiten irgendwie, aber es ist sowieso unwahrscheinlich, dass die miteinander in die Kiste steigen. Kann ich mir nur schwer vorstellen. Jedenfalls werde ich jetzt hier den Part beenden. Das war Dank an Ronpa Trigger Happy Havoc. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.